Also wir merken, eine Zahlenflut ist in dieser Woche über die Märkte eingebrochen. Über die DAX-Bilanzen von heute spreche ich mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Damit geht es nochmal nach Frankfurt. Robert Halver, Volkswagen hat es dann doch recht eilig gehabt. Bereits gestern gab es Eckdaten für das erste Halbjahr. Der Gewinn ist deutlich eingebrochen, der Umsatz allerdings gestiegen. Wie schlägt sich Volkswagen? Ja, guten Morgen nach Kulmbach. Volkswagen hat natürlich auch dieselbe Krankheit wie alle anderen Autobauer auch. Die Emerging Markets, naja, sie laufen noch, aber nicht mehr so stark. Aber vor allen Dingen Westeuropa, da brechen in der Tat dann die Absatzrekorde der Vergangenheit massiv ein. Wir wissen ja, wir haben nach wie vor die Euro-Krise, aber VW hat natürlich immer noch einen Trumpf im Ärmel. Die Emerging Markets, auch wenn sie etwas schwieriger sind, sind immer noch gut für ein paar vernünftige Umsatzzahlen. Das zeigt dann oder die VW-Aktie im Vergleich zur westeuropäischen Konkurrenz dramatisch aus. Aber klar ist, Rabatte, 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 Sommerschlussverkauf. Der Rabattindex für westeuropäische Autofirmen ist auf 7-Jahres-Hoch. Also VW ist im Augenblick dabei, aber seine Position weiterhin zu festigen. Wenn die anderen schwächeln, noch mehr schwächeln, kann man selbst immer noch ein bisschen schmunzeln. Bayer hat bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Kann man da auch schmunzeln? Ja, Bayer hat natürlich das Problem, die Emerging Markets haben ja schon ein paar Sorgenfalten auch den Pharmaherstellern, den Chemiefirmen ins Gesicht gebracht. Wir haben das Kunststoffgeschäft, das Schaumstoffgeschäft, das schwächer ist. Wir haben die Konkurrenz aus der Generikasparte für die eigenen Produkte. Wichtig ist, dass Bayer natürlich neue Produkte bringt im Medikamentenbereich. Das ist sehr, sehr entscheidend. Aber ich denke auch, wenn der Ausblick ja nun noch stabil gehalten wird, ist das trotzdem positiv. Bayer hat ja schon mal gesagt, dass sie erwarten, dass zum vierten Quartal 2013 die Konjunktur weltweit wieder etwas mehr anziehen wird. Von daher scheint es nur eine vorübergehende Delle zu sein. Also um Bayer muss man keine Sorge haben. Stark die Zahlen von Heidel Zement und das liegt vor allem an guten Geschäften in Nordamerika und in Asien. Die Börse scheint zufrieden zu sein mit dieser Aussage. Ja, die Heidelberg-Zement-Aktie hat durchaus ja schon schlimmere Zeiten hinter sich gehabt. Sie haben jetzt wirklich ihr Fox, ihr Sparprogramm, richtig massiv genutzt. Sehr positiv. Nordamerika, die Konjunktur scheint dann doch besser zu laufen. Das hilft natürlich gerade auch im Bauzementhandel. Es ist definitiv auch die Emerging Markets, wo immer noch gebaut wird. Nicht mehr so opulent, aber man kann sich da einigermaßen gut festigen. Und wenn man einen Ausblick bestätigt in Zeiten, wo ja viele andere Zykliker in Deutschland eben die Ausblicke einkassieren, ist das positiv. Das hilft natürlich der Aktie. Also die Zykliker in Deutschland, einige scheinen immer noch Oberwasser zu haben. Robert Halver ist Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Danke, Robert, nach Frankfurt. Bitte sehr. Wir sind am Ende dieser Sendung. Die nächste Sendung